Update Medien heute am 8. Dezember 2018 mit diesen Themen. Wir reden über das Ende einer Ära beim SWR. Der Intendant, nämlich Peter Bottgust, wird nämlich schon Mitte nächsten Jahres seinen Rückzug antreten. Das hat er in dieser Woche bekannt gegeben. Außerdem geht es um die Oscarverleihung und dort wird nämlich verzweifelt nur nach einem neuen Moderator gesucht, nachdem es einige Probleme mit Kevin Hart ging und seiner Äußerung gegenüber Homosexuellen. Und es geht um den Deutschen Entwicklerpreis 2018. Der wurde in dieser Woche verliehen und wir haben die Gewinner. Und damit herzlich willkommen zu Update Medien am heutigen Samstag, dem 8. Dezember 2018. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, auch diese Sendung ist endlich mal wieder aus der kleinen Pause zurück. Doch eine nächste Pause kommt schon. Dazu später am Ende mehr. Wie ihr wisst, hier plappern wir gerne mal ein bisschen Internes über DERCHO-TV aus. Beginnen wir dann sofort diese Sendung hier, um ein bisschen Rucki-Zucki mal hier zu machen. Und wir reden über den Südwestrundfunk. Ja, da stehen nämlich bald personelle Veränderungen an, denn nicht heute, sondern in dieser Woche oder in der letzten Woche, besser gesagt, die jetzt jetzt zu Ende geht, hat nämlich SWR-Intendant Peter Bottgust nämlich seinen Rückzug angekündigt. Das erklärte er bei einer Sitzung des Rundfunkrats in Mainz, kurze Erklärung. Der SWR ist nämlich für die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig. Mainz liegt in Rheinland-Pfalz, also da müssen wir uns natürlich dann halt auch nicht geradewegs die Gedanken machen, Moment mal, ist das nicht Baden-Württemberg oder so? Nein, die beiden Bundesländer bedient der SWR mit Radio, Fernsehen und Internet, selbstverständlich. Dessen dritten Amtszeit geradewegs ja erst gestartet ist, weil er erst im letzten Jahr wiedergewählt wurde, zum dritten Mal nämlich, die dritte Amtszeit, würde eigentlich theoretisch jetzt noch bis 2022 gehen. Er sagte aber dazu auch, Zitat, alles hat seine Zeit, auch wenn ich persönlich sehr am SWR hänge, es geht eben nur bedingt um mich. Zitat Ende. Genau, denn auch wenn unter Bottgust viele neue Sachen gemacht wurden, wie zum Beispiel die Zusammenlegung einer zentralen Nachrichtenredaktion, die ja auch SWR aktuell überall heißt, sei es online, sei es TV, sei es im Radio oder halt auch per App, wurden auch viele andere Strukturen rund um den Südwestrundfunk ja erneuert. Seit 1998 gibt es den ja erst, denn er hat 20 Jahre erst. Es ist einer der jüngsten neuen Rundfunkanstalten der ARD. Das ganz jüngste ist ja der RBB, der ja erst im letzten Jahr, glaube ich, oder in diesem Jahr ja 15 Jahre alt geworden ist. Bottgust sagte weiter dazu, ich werde im nächsten Jahr mein 65. Lebensjahr vollenden, auch wenn meine dritte Amtszeit als Intendant des SWR über dieses symbolträchtige Ereignis hinausreicht, hielt ich es für Hybris, bis zum letztmöglichen Tag den Kurs zu bestimmen zu wollen. Ja, also sprich, er will noch weiter mitreden, aber nicht mehr so lange, also sprich Rente mit 65, so sieht das Ganze auch anscheinend aus. Weiter, und dazu hat er natürlich auch Tipps an seine Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin gegeben. Zitat, es gebietet der Respekt vor meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger und gehört zu meiner Verantwortung als Intendant. Nicht einfach mitten im Lauf die Hand zu heben und zur Seite zu treten. Ich möchte den Staffelstab dann übergeben, wenn der Kurs der kommenden Jahre ohne Vorfestlegung bestimmt und meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger die Vorbereitung darauf noch nach einem eigenen Überlegungen und strategischen Einschätzungen gestalten kann. Also Bottgust hat hier quasi auch so erzählt, dass er ja quasi seine Nachfolger dann bereit sehen will, wenn er wirklich bereit sein soll. Also theoretisch könnte sich das auch ein Rückzug auf Rat, nämlich sich so ungefähr anhören. Er kündigt seinen Rückzug an, aber ob er bis 2022 durchziehen wird, wohl eher nicht. Bis nächstes Jahr könnte es soweit sein, aber wohl nicht generell komplett bis 2022. Weiter sagte er, Zitat, die Handlungsfreiheit muss jede Amtsinhaber haben, weil der SWR mir wichtig ist, will ich sicherstellen, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger die bestmöglichsten Startbedingungen hat, um den SWR in eine gute Zukunft zu führen. Zitat Ende. Ja, also einen guten Start, um den SWR gut führen zu können, das soll der Nachfolger von Peter Bottgust haben. Für Verständnis sehen dafür die Leiter des Rundfunkrats, aber so auch des Verwaltungsrates
Gottfried Müller, der Chef, der Vorsitzende des Rundfunkrates, und Hans-Albert Stechel, der Vorsitzende des Verwaltungsrates. Sie bedauerten die Entscheidung des Intendanten des SWRs, aber, das muss man auch sagen, sprachen gleichzeitig von einem, Zitat, sachorientierten Schritt. Und trotz schwierigen Rahmenbedingungen sieht man aber trotzdem, das haben beide in einer gemeinsamen Erklärung auch gesagt oder zitieren lassen, dass der SWR personell, finanziell und auch programmlich hervorragend dasteht. Und das muss man eigentlich auch so sagen, geradewegs mit den Angeboten, die man nicht nur im Fernsehen oder im Radio bietet, sondern auch online, sprich auf digitalen Wege. Da hat der SWR wohl auch deutlich viel gebracht. Trotzdem, es wird wohl lange dauern, bis man einen Nachfolger gefunden hat. Ungefähr Mitte nächsten Jahres soll es soweit sein. Also da wird man sich wahrscheinlich dann nach einem Nachfolger suchen. Ob man dann auch einen Nachfolger findet, das wird sich aber auch noch zeigen. Generell muss man auch sagen, dass Peter Butkus schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat als SWR-Intendant. 2007 ist er nämlich dort gestartet. Doch er wird sich nicht so ganz zurückziehen. Also eine Rente mit 65 wird es nicht so ganz sein. Denn er wird weiterhin noch bei Arte Präsident bleiben. So kann man das sagen. Also sprich, da ein bisschen noch sein und dann ist endgültig Schluss. Ist natürlich auch zu verstehen. Kommen wir dann zu unserem nächsten Thema und es geht generell jetzt erstmal um die Oscar-Verleihung. Derweil ist aber, glaube ich, noch nicht bekannt, welche Filme für den Oscar nominiert sind. Es sind in dieser Woche bzw. auch während unserer Pause in den letzten 14 Tagen nämlich auch die Nominierung des Golden Globes nämlich bekannt gegeben worden. Die werden ja schon fast direkt zum Jahresbeginn verliehen. So fühlte sich das zum Beispiel dieses Jahr schon an. Aber die Oscars sind natürlich etwas ganz Besonderes. Geradewegs auch für den, der die Oscars moderiert. Und das sind meistens natürlich Bekannte wie Ellen DeGeneres, die ja mit ihrem Selfie bei der Oscarverleihung ja groß wurde. Aber auch Jimmy Kimmel, der ja die letzten 2 Male, also dieses und letztes Jahr, die Oscars nicht nominiert hat, sondern moderiert hat. So kann man das sagen. In dieser Woche aber hat dann die Academy auch ihren Moderator bekannt gegeben. Und zwar nämlich sollte es Kevin Hart, US-amerikanischer Schauspieler und Komiker sein. Doch wegen, so heißt es nämlich, Harts schwulenfeindlich empfundenen Tweets und Witzen zwischen den Jahren 2009 und 2011, also die schon fast 10 Jahre zurücklegen, hat er nun gesagt, okay, dann nun doch nicht. Ja, am Dienstag erst schrieb er auf Twitter und Instagram, Zitat, ich freue mich mitzuteilen, dass endlich der Tag gekommen ist, dass ich Gastgeber der Oscars werde. Dennoch gab es dann 2 Tage später, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dann den Rückzieher, geradewegs wegen diesen ganzen Äußerungen. Er selbst sagt ja halt auch selbst, er ist nicht homophob, also auch nicht schwulenfeindlich, hat auch nichts gegen die. Und die Haltung zu ihm, das muss man halt auch so geradeweg sagen, war lange Zeit auch Bestandteil seiner Stand-Up-Comedy-Programme. 2010 zum Beispiel in einer Show mit dem Namen Seriously Funny sagte er, Zitat, jetzt kommt's, einer der größten Ängste ist, dass mein Sohn erwachsen wird und schwul ist. Zitat Ende. Ja, wer da jetzt natürlich sauer reagieren kann auf Kevin Hart, den kann ich da verstehen, wer natürlich dort den Humor sieht, ja, der hat anscheinend auch guten Humor oder irgendwie sowas, das kann ich auch selbst da irgendwie nichts dazu sagen, will ich auch nicht, um das auch nochmal so zu sagen, aber da sind wir dann wieder bei einem gesellschaftlichen Thema, was halt auch ziemlich extrem ist. Dennoch, da haben sich nicht viele damit zufrieden gegeben, geradewegs durch diese Äußerung, die in den letzten Jahren von Kevin Hart gekommen ist, auch nicht, und das wusste ich selbst nicht, dass es eine LGBTQ, also sprich Lesben, Schwule und natürlich halt auch transsexuelle Lobbygruppe gibt, die sich GLAAD nennt oder GLAAD. Sie hatte sich am Donnerstag dazu geäußert, dass man nämlich den Kontakt zur Academy, die ja ein paar Tage vorher auch schon offiziell bekannt gegeben haben, Kevin Hart als Moderator zu verpflichten, den Sender ABC, der das Ganze ausstrahlt, und Harts Management nämlich den Kontakt gesucht haben, um über seine, Zitat, Anti-LGBTQ-Aussagen zu diskutieren. Ja, und nach der eigenen Aussage von Kevin Hart, so hieß es auch, hatte er nämlich die Wahl von der Academy,
entweder sich zu entschuldigen oder oder auf die Moderation zu verzichten. Klar ist auch, dass er, nachdem er ja bekannt gegeben hatte, Moderator zu werden, wollte er sich entsprechend entschuldigen. Dennoch ist es nicht so richtig dazu gekommen und die Academy hat auch hier, so kann man das auch sehen, einen anderen Rückzieher gemacht. Also entsprechend wird man das halt auch natürlich irgendwie anders verstehen wollen. Dennoch, er sagte aber auch, er sagt ja selbst, er sei nicht homophob, er hat nichts gegen Schwule und so weiter, sagte er dennoch, Zitat, macht was ihr wollt, aber wenn ich als heterosexueller Mann meinen Sohn davor bewahren kann, schwul zu werden, werde ich es tun. Ja, klingt geradewegs so, als hätte das zum Beispiel Donald Trump gesagt, aber das ist auch ein entsprechendes anderes Thema. Aber für Kevin Hart wird das natürlich nicht geradewegs wohl die erste und einzige Moderation sein, die er nicht annehmen konnte. Wir wissen ja schon, dass er in den letzten Jahren zum Beispiel die Moderation des MTV Video Music Awards übernommen hat und ist als Schauspieler auch sehr aktiv, unter anderem in Filmen wie zum Beispiel Jumanji, Willkommen im Dschungel, Ride Along, Der Knastcoach oder Central Intelligence. Das sind einige Filme, die dazu gekommen sind. Ja, eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Was sagt ihr eigentlich dazu, zu dieser Entscheidung von Kevin Hart? Ist sie berechtigt oder seht ihr, dass das ein bisschen zu übertrieben war von der Academy? Schreibt es euch gerne in die Kommentare rein, sei es hier auf YouTube oder halt auch hier auf unserer Homepage auf theatertv.de. Wir kommen gleich zum Deutschen Entwicklerpreis 2018. Der wurde in dieser Woche ebenfalls zum ersten Mal in Köln verliehen. Vorher fand er woanders statt. Wir haben ein paar News dazu, zum Beispiel zu den Gewinnern und wir natürlich der beste Publisher. Jetzt gibt aber erstmal, wie immer an dieser Stelle, die News der Woche. Valve hat am Donnerstag ein neues Update für Counter-Strike Global Offensive angekündigt. In dem Update ist unter anderem ein Battle Royale-Mode dabei, der für alle Spieler zur Verfügung steht. Das Update hat nur eine Größe von 900 MB. Der Battle Royale-Modus, der sich Danger Zone nennt, besteht aus bis zu 18 Spielern und kann sowohl einzeln als auch zu zweit oder zu dritt gespielt werden. Es wird eine neue Karte geben und es wird neue Items geben, die man im regulären Spiel nicht bekommt. Außerdem hat Valve angekündigt, dass es CSGO nun kostenlos geben wird. Der Pay-TV-Sender Sky wird seine Serie Das Boot in eine zweite Staffel schicken. Das hat das Unternehmen zusammen mit der Bavaria Fiction und Sonar Entertainment angekündigt. Damit hat Sky einen kurzen Prozess um die Zukunft der Serie gemacht, die man seit Ende November auf Abruf und im linearen Fernsehen schauen kann. Der Grund für eine zweite Staffel ist die positive Resonanz der Zuschauer. Zum Auftakt haben rund 330.000 Menschen die erste Folge gesehen. Die zweite Folge schauten rund 240.000 Menschen. Online hat Das Boot den besten Start von einer Sky selbst produzierten Serie überhaupt hingelegt. Schon am ersten Wochenende haben mehr als 750.000 Kunden von Sky die Serie auf Abruf geschaut. Im neuen Jahr bekommt das ZDF-Morgenmagazin Verstärkung in seinem Moderatorenteam. Harriet von Waldenfels wird ab Januar wochenweise mit Dunja Hayali die Spätschiene von 7 bis 9 Uhr moderieren. Ab dem 2. Januar 2019 wird sie schon im Einsatz sein. Aktuell arbeitet sie noch beim Nachrichtensender Welt, wo sie die Nachrichten, aber auch Sondersendungen moderiert. Dort volontierte sie auch. Die gebürtige Hamburgerin studierte Germanistik, Komparatistik und Soziologie in Göttingen und in Henri-Reprovence. Neben ihrem Studium arbeitete sie für viele Redaktionen, so unter anderem auch für das ZDF in München. Ja, interessant, ne? Was es da so alles gab bei Harriet von Waldenfels. Viel Glück und viel Erfolg beim ZDF. Gucke ich ja auch gerne, das Morgenmagazin ist ja auch recht voll. So viel dann zu den News der Woche. Mehr News gibt's natürlich wie immer auf unserer Homepage auf derchotv.de. Am Donnerstag diese Woche wurde in Köln zum ersten Mal, nämlich in Köln, in der Kölner Flora besser, nahe des Zoologischen Gartens, der Deutsche Entwicklerpreis 2018 verliehen. Es ist nicht die erste Verleihung, es ist einfach nur eine neue Location, was man sich überlegt hat. Und wenn in Köln schon auch jedes Jahr die Gamescom stattfindet, warum nicht auch der Deutsche Entwicklerpreis. In 19 Kategorien hat die Jury entsprechend die Sieger rausgesucht. Alle anderen Sieger entsprechend findet man natürlich in unserer Videobeschreibung unter dem Video auf derchotv.de und natürlich auch auf YouTube. Und unter anderem zu den Gewinnern zählt nämlich zum Beispiel, die auch Favoriten waren, nämlich einerseits das von Gaming Minds und Calypso Media Eisenbahnstrategiespiel Railway Empire und das von Okomotive und Mixed Vision Denkspiel Far Loans Sales sind nämlich mit jeweils zwei Trophäen
einer der Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises dieses Jahr geworden. Ebenso auch Hunt Showdown aus dem Hause Crytek. Und der eigentliche Sieger des Abends ist aber auch, nämlich THQ Nordic, nämlich der der schwedische Spielekonzern mit der Niederlassung in Wien, die ja in den letzten Jahren und Monaten, also besser gesagt Monaten und Jahren, nämlich viele Studios und Marken gekauft hat, war auch wirklich überall fast nominiert, in jeder Kategorie, so kann man das sagen. So zum Beispiel auch beim Berliner Spieleentwickler Paint Bucket Games wurde zum besten Studio gemacht. Zum besten Studio, nämlich, sagen wir mal, betitelt beim Deutschen Entwicklerpreis und auch bei Desperados 3 von dem Studio Most Wanted. Da hat THQ Nordic ebenfalls seine Fingerchen im Spiel gehabt. Ja, entsprechend ist aber dann auch THQ Nordic an dem Abend als bester Publisher ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle auch, wer sich nämlich weiter dazu informieren will, der kann, wie schon gesagt, den Link unten in der Videobeschreibung nutzen, dazu zu den jeweiligen Gewinnern. Herzlichen Glückwunsch auch dann nochmal zum dritten Mal von uns an dieser Stelle bei DRCHOTV. So viel dazu. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von Update Medien an diesem heutigen Samstag. Ich kann es jetzt schon mal verraten, diese heutige Sendung ist nämlich einen Tag früher aufgezeichnet worden. Wie ihr das natürlich von uns kennt, sind die meisten Update-Sendungen ja immer so meistens immer am Nachmittag zum Zeitpunkt des Releases, also des Uploads eigentlich, oder der Veröffentlichung, wie es ja auf Deutsch schön heißt, nämlich erst drin. Ich bin aber den heutigen kompletten Tag nicht da, was ihr wahrscheinlich auch an unserer Newsflut in Anführungsstrichen sehen könnt. Trotzdem gibt es News auf derchotv.de, habe ich wahrscheinlich heute dann schon ein paar an diesem Samstag geschrieben. Morgen geht's natürlich dann weiter mit Update Medien am zweiten Advent, Update Medien, Update Sport, nämlich um 18 Uhr. Da gibt's dann was zur Fußball-Bundesliga, aber auch zu anderen Themen aus dem Bereich Sport und E-Sports selbstverständlich. Was gibt's noch zu sagen? Ja, 3 Wochen noch, 3 Wochen oder sagen wir mal mit diesem Wochenende sind es noch 3 Wochenende, wo es natürlich Update geben wird. Am 23. Dezember nämlich, also morgen in 2 Wochen, gibt es nämlich dann auch das letzte Video in diesem Jahr, beziehungsweise die letzten Videos der Infoformate. Nächste Woche geben wir genau bekannt, wie lang unsere Winterpause sein wird. Und es wird wahrscheinlich, das kann ich schon mal sagen, alle Videos betreffen. Bedeutet auch, dass Pokémon Heart Gold ebenfalls in die Pause geht. Game Boy Time wird ja entsprechend dann auch schon in die Pause gehen, beziehungsweise zeitgleich dann auch mit den anderen Formaten, die in der letzten Woche vor Weihnachten dann noch regulär laufen werden. So, damit ist jetzt eigentlich alles gesagt. Und für die, die zum ersten Mal zugeschaut haben, ihr könnt gerne ein Abo hinterlassen. Vielen Dank dafür und das war's dann auch jetzt direkt von Update Medien für den heutigen Samstag. Nächste Woche Samstag um 18 Uhr gibt's uns selbstverständlich auch wieder und natürlich auch wie immer News aus der Welt der Medien und der Videospiele auf derchotv.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei Update Sport wieder. Tschüss.